diesem Video geht es darum, wie ihr die Night Scout Auswertung lesen könnt. Vieles davon wisst ihr, sind einige Abkürzungen drin, die ich euch aber gerne erklären würde. Viel Spaß beim Video! Hallo, ich begrüße euch zu Sandis Diabetes Loop. Ich bin Sandy und im heutigen Video geht es eben um die Night Scout Auswertung. Es ist ja so, wir haben in Night Scout ja viele Möglichkeiten, unsere Blutzuckereinstellung zu kontrollieren und eventuell entsprechend zu optimieren. Um das Ganze machen zu können, gibt es dann auch verschiedene Werkzeuge in Night Scout hinterlegt. Unter anderem eben diese Auswertung, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich werde euch jetzt dann am Computer zeigen, wie ihr diese Auswertung aufrufen könnt, wie ihr diese Auswertung für euch gut einrichten könnt, sodass ihr im Prinzip versteht, was das bedeutet alles und eben was diese Abkürzungen wie GVI und ähnliches eben bedeutet und was die damit gemeint haben. Das eine oder andere ist eher mathematischer Natur, das eine oder andere ist aber auch doch sehr hilfreich, gerade jetzt für uns eben, was wir noch verbessern können. Ich will jetzt auch gar nicht lang drum rumreden. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt gleich an den Rechner. Wir sind am PC auf unserer Night Scout Seite und da haben wir hier oben das Hamburger Menü. Von dem Hamburger Menü gehen wir hier in die Berichte rein. Die öffnen wir. Und mir geht es in dem Fall um die Verteilung. Wir gehen hier auf die Verteilung drauf. Nehmen wir die letzten 3 Monate oder den heutigen Tag, das ist eigentlich egal. Ich habe mein Zielwert hier immer bei 70, von 70 bis 180. Und dann gehe ich hier auf Zeigen und dann wird das Ganze geöffnet. Dauert einen kleinen Moment. So, und das ist ja die Übersicht, die wir alle kennen. Was uns persönlich oder was viele von uns einfach interessiert, ist der Zeit im Zielbereich. Bei mir mit 81,8 nicht ganz so optimal aktuell, aber da arbeiten wir wieder dran. Was ich euch aber eigentlich noch erzählen will, ist im Prinzip das ganze Diagramm. Hier, wie gesagt, auf der linken Seite sehen wir das Kugeldiagramm, das uns optisch relativ schnell zeigt, okay, passt halbwegs oder nicht. Hier sehen wir im Prinzip die Bereiche, die der rechnet, also 2% wie tief ist, ab 70 und kleiner, im Zielbereich und alles über 180. In der nächsten Spalte hier seht ihr die Anzahl in Prozent. Das heißt also, da seht ihr, wie viel Prozent ihr dann eben, wie gesagt, entsprechend im Zielbereich, wie viel ihr drüber seid und wie viel ihr drunter seid. Hier sieht man das Ganze nochmal in anderen Zahlen gepackt, und zwar die Messwerte in der nächsten Reihe. Also in dem Fall habe ich 2%, sind 512 Messwerte unter 70. Dann haben wir hier im Zielbereich die 20.886 Werte und über 180 sind es bei mir 4.142 Werte, aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade das Video hier machen. Hier der Mittelwert. Das ist im Prinzip der genau berechnete Wert. Also sprich, genau, wenn ich alle Werte zusammenzähle, durcheinander durchteile, kommt eben genau dieser Durchschnitt raus mit 61,5. Im Zielbereich wäre ich bei 125,8. Also das ist immer genau der Blutzucker. Also das würde den Blutzuckerwert darstellen. Sprich, also es wäre jetzt 125,8 wäre der Blutzuckerwert, den der da berechnet hatte. Und wenn ich alle hohen Werte zusammennehme, käme ich im Durchschnitt auf 213, genau berechnet. Der Median als solches ist ja vielen bekannt, kennen wir ja eigentlich als Linie. Das ist das Liniendiagramm, wo über 24 Stunden zeigt. Und das ist hier auch die Geschichte, dass dieser Median ist hier bei 63 der Mittelwert. Im Zielbereich bin ich bei 125, also es nimmt sich relativ wenig. Und im Hochbereich bin ich bei 213, bei 206. Also das ist so, so eine grobe Rechnung. Die Standardabweichung ist die Streuung der Blutzuckerwerte. Was heißt das? Nun, das ist ja so, dass sie hergehen und die Werte natürlich, der eine oder andere kennt diese Diagramme mit diesem Kreuz, wo gezeigt wird, wie genau der Wert passt oder wie genau er da reinpasst. Und diese Streuung ist das, was er da eben mit reinrechnet. Also in dem Fall bei mir tief habe ich eine Streuung von 6,5, im Zielbereich eine Streuung von 26, im Hochbereich 29 und insgesamt eine Streuung von 43,3. Allerdings habe ich nirgends was gefunden, ob das der Blutzuckerwert als solches ist oder ob das einfach die Streuung als Zahl ist. Das kann ich euch leider nicht sagen, da habe ich nichts drüber gefunden. Dann haben wir natürlich hier die Einschätzung des HbA1c-Wertes. Das ist natürlich für uns auch immer sehr interessant.
Bei mir ist es so, hier ist es mit 6,5, aber ich weiß, dass ich niedriger bin, weil bei mir der Dexcom als solches immer den Wert mehr um grob 5 bis 10 zu hoch anzeigt. Und deswegen, auch wenn ich einen höheren Wert habe, bin ich da oft entspannter. Und hier die 47 sind die IFCC, das ist im Prinzip nach dem europäischen oder Weltstandard. Wir Deutschen rechnen das Ganze ja noch in Prozent, die in Zahlen. Dafür gibt es auch eine Formel, wie man das dann umrechnen kann, die 6,5 und 47 oder eben andersrum. Als nächstes haben wir hier, die mittlere tägliche Gesamtveränderung ist die Summe der absoluten Werte aller Glukoseabweichungen für den untersuchten Zeitraum. Dividiert durch die Anzahl der Tage. Je niedriger, desto besser. Also im Prinzip, je niedriger dieser Wert ist, umso besser ist es. Wobei ich jetzt 1059 nicht wirklich sagen kann, ob das ein guter Wert oder ein schlechter Wert ist. Da bin ich aktuell überfragt, aber nachdem ich, wie gesagt, ein HbA1c von 6,5 habe, denke ich, ist er nicht so schlecht. Hier haben wir die Zeit in der Fluktuation, in der Schwankung drin. Da geht es im Prinzip drin, wann, wie viel Prozent des gesamten Verlaufes ist der Blutzucker schneller oder langsamer wie 5 Milligramm pro Deziliter, ja, hat er sich verändert, ob nach oben oder nach unten. Und hier haben wir im Prinzip die Zeit der starker Fluktuation, also wann hat er sich mehr wie 10 Milligramm pro Deziliter in 5 Minuten verändert. Und das eben auch zusammengezählt sind eben diese 5%. Ist dann interessant, wenn diese Zahlen extrem hoch wären, dann würde es zeigen, dass man ja ganz viele extrem große Schwankungen hätte. Und aufgrund dessen, dass man eben diese Zahl in Anführungszeichen halbwegs gering hat, bei diesen 10 und mehr, Schwankungen von 5 schafft man schon mal schneller, aber Schwankungen von 10 sollten natürlich nicht so extrem vorkommen. Weil es würde ja heißen, wie gesagt, dass man extrem steigt oder extrem fällt. Hier hat man die mittlere Änderung pro Stunde. Die mittlere stündliche Veränderung ist eine Summe aus dem absoluten Wert aller Glukoseabweichungen für den untersuchten Zeitraum, dividiert durch die Anzahl der Stunden in der Periode. Je niedriger, desto besser. Da geht es auch darum, dass im Prinzip der ermittelt, inwieweit oder beziehungsweise wie sich diese Änderung niederschlägt, hat mit diesen beiden Prozentwerten, also in meinem Fall mit den 5 Milligramm pro Deziliter, mit den 10 Milligramm pro Deziliter, auch zu tun natürlich, ist klar. Dann haben wir hier die Out of Range, den GVI und PGS, gehe ich gleich drauf ein. Der RMS außerhalb des Bereichs wird berechnet, indem der Abstand zwischen dem Bereich für die Glukosemesswerte für den unterschiedlichen Zeitraum quadriert, addiert, durch die Zahl dividiert und die Quadratwurzel gezogen wird. Also das ist voll das mathematische Ding. Die Metrik ändert den Prozentsatz im Bereich, gewichtet jedoch die Messwerte, die weit außerhalb des Bereichs liegen, höher. Niedrige Werte sind besser. Also da geht es im Prinzip darum, alles was oberhalb oder unterhalb von dem Zielbereich ist oder was außerhalb von diesem Zielbereich ist, wird da mit gerechnet. Und die Zahl ist natürlich niedriger, umso besser. In meinem Fall 18,23. Wie gesagt, bei meinem Zielbereich von 81,8% ist es okay, ist nicht optimal. Aber ich denke, da passt das ganz gut. Ja, jetzt kommen wir zu den zwei Werten, dem GVI und dem PGS. Das sind ja eigentlich Werte, die uns Dexcom ja gemacht hat. Der GVI ist das Glukose-Variabilitätsverhältnis. Also das ist im Prinzip, inwieweit sich die Glukose verändert. Hier wird der GVI in 1,33 angezeigt. Da muss ich jetzt aber, das erkläre ich dann später nochmal ganz kurz, was da gute Werte sind. Und auf der anderen Seite ist der PGS, das ist der Patienten-Glukose-Status, also im Prinzip, wie sich die Glukose passt. Das sind so zwei Zahlen, womit Diabetologen vor allem arbeiten, um relativ schnell zu erfassen, ist der Zucker gut eingestellt oder nicht. Beim PGS ist es wichtig, dass er unter 36% liegt, in meinem Fall ist es 33,4, also ist das ganz gut. Und so ist es mir eben möglich, im Prinzip da relativ einfach diesen Wert für mich zu bestimmen. Jetzt habe ich nochmal meine Dexcom-Seite aufgemacht, damit man es einfach mal vergleichen kann. Also der GVI heißt bei denen halt einfach GMI, das ist im Prinzip ziemlich sicher die deutsche Version, ist hier bei 6,9%, soll unter 7 sein, ist sowieso bei mir der Fall. Und dieser Variationskoeffizient rechnet der hier mit 32,4. Wenn ich jetzt vergleichsweise, ich mache jetzt die Nightscout-Seite nochmal auf,
Da komme ich auf 33,4. Aber nee. Da bin ich bei 32,4 und den GMI berechnet er mit 6,9%. Da habe ich einen GVI von 133. Um diesen GVI mal kurz zu erklären, mache ich jetzt nochmal andere, gehen wir noch auf eine andere Seite drauf. Die Berechnung geht im Prinzip dahingehend, und zwar, wenn ich den Blutzuckerverlauf ja gerade hätte, wäre die Kurve, also der Weg ziemlich kurz. Wenn ich jetzt den gleichen Weg nehmen würde und da die entsprechenden Aufs und Abs mit einrechne, also wie es jetzt hier angezeigt ist, tue ich an der gleichen Zeit einen längeren Weg, ja, habe ich einen längeren Weg, den ich gehe, oder beziehungsweise der Blutzucker geht. Und diese Veränderung, diese Schwankungen, das ist genau das, was eben dieser GVI ermittelt. Und je weniger, also je kürzer dieser Weg ist, umso besser ist natürlich mein Blutzucker eingestellt. Wobei das natürlich auch wieder trügerisch sein kann, weil ist der Wert mal über 200 die ganze Zeit, aber gerade wäre der GVI ja auch geringer. Also das ist echt immer so, das hängt alles ein bisschen im Zusammenhang. Aber so wird eben dieser GVI in dem Fall berechnet. Und wie gesagt, der GVI wird im Amerikanischen wieder gerechnet. Hier haben wir mal die englische Aufführung dafür. Von 0 bis 1,2 bedeutet eine geringe Variabilität, also bei Nichtdiabetikern. Bei 1,2 bis 1,5 bedeutet das eine bescheidene Variabilität. Und GVI über 1,5 ist eine hohe glykämische Variabilität. Ziel ist es natürlich, je weiter unten, umso gesünder. Ich bin bei 1,33, also bin ich da echt gut in der Mitte drin. Dann gehen wir nochmal zurück. Wie gesagt, mein GVI ist hier bei 1,33, also bin ich da echt in dem Rahmen drin. Ich werde auch die zwei Tabellen für den GVI und den PGS unten nochmal in die Beschreibung mit reinpacken, beziehungsweise den Link dazu, dass ihr euch das auf jeden Fall nochmal anschauen könnt, inwieweit das Ganze passt. Jetzt habe ich euch auf jeden Fall mal kurz gezeigt, wie man eben diese Auswertung vielleicht ein bisschen besser versteht, was diese verschiedenen Abkürzungen bedeuten, wie man sie für sich einschätzen kann. Es ist aber, wie gesagt, immer wichtig, dass man das Ganze im Ganzen sieht. Also nicht nur 5% davon, sondern wirklich alles miteinander. Gut, jetzt gebe ich nochmal zurück ins Studio. So, nun habt ihr gesehen, wie ihr dieses Auswertungstool nutzen könnt oder diese Auswertung nutzen könnt, was diese Abkürzungen bedeuten und welche für uns gewichtiger sind und welche nicht so gewichtig. Die Links zu den ganzen Berechnungen und zu dem, was ich da gefunden habe, sind natürlich unten in der Beschreibung drin. Damit könnt ihr das Ganze nochmal für euch auch mal nachlesen, wenn ihr wollt, eben wie das Ganze funktioniert und welche Konstellation das Ganze zusammenarbeitet. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video da ein bisschen helfen, das besser zu verstehen. Wenn ihr weitere Fragen zu Night Scout, zu X-Trip, zu Android APS oder ähnliches habt, gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten bedanke ich mich natürlich sehr herzlich fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal bei Sandys Diabetes Loop. Tschüss!